Martin Bauer, du bist jetzt viele, viele Jahre in dieser Kirchgemeinde aktiv gewesen, als gewöhnliches Mitglied, aktiv gewesen als Jugendmitglied im Kirchgemeinderat, ja. Dann als normales Kirchgemeinderatsmitglied, als ÖME-Kommissionspräsident und ÖME-Kommissionsmitglied und dann am Schluss jetzt als Präsident vom Kirchgemeinderat. Was hat sich für dich geändert zwischen dem Jugendmitglied sein und dem Präsidium? Das ist eine spannende Frage. Ja, das ist, also das hat, auf der einen Seite habe ich mich natürlich verändert. Also als Jugendvertreter bin ich mit ganz anderen Vorstellungen, was eine Kirchgemeinde ist und was ein Kirchgemeinderat sollte, eingestiegen. Ich war ja dann zumal Vertreter gewesen, auch von der CEFI-Jugendgruppe, die dann sehr, sehr aktiv war in der Kirchgemeinde. Und ich habe dann als Jugendvertreter eigentlich sehr gelitten darunter, dass der Rat sich eben vor allem mit Finanzen beschäftigt hat, mit Liegenschaften beschäftigt hat, mit Personalfragen beschäftigt hat und ich hatte immer das Gefühl, ja, aber das müsste doch jetzt eigentlich um den Glauben gehen und die primäre Aufgabe des Kirchgemeinderats sei, sich eben zu überlegen, ja, was der christliche Glaube bedeutet und wie man das lebt in der Kirchgemeinde. Also ich bin dort sehr, sehr naiv in den Rat dann eingestiegen. Also ganz sachlich gesehen hat sich eigentlich rein von den Themen her, durch mich, hat sich jetzt nicht wahnsinnig viel verändert, dass der Kirchgemeinderat ist. Es ist immer noch die Aufgabe vom Kirchgemeinderat zu schauen, dass die Liegenschaften in guter Ordnung sind, dass die gut unterhalten sind. Es ist nach wie vor wichtig, dass sich der Kirchgemeinderat um die Mitarbeitenden kümmert, dass er dort den Schwerpunkt setzt. Finanzen sind ein Dauerbrenner. Also das ist einfach, wobei wir natürlich auch dürfen sagen, dass wir immer noch das Glück haben, dass wir noch nicht so unter Druck stehen wie andere Kirchgemeinden. Da hat sich, glaube ich, in den letzten 30 Jahren nicht viel verändert. Das ist immer noch etwas so. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt dann noch ein bisschen wird ändern. Ich muss zwar sagen, dass der jetzige Kirchgemeinderat, also so wie ich ihn erlebt habe, die letzten 9 Jahre, auch vermehrter wieder hat inhaltliche Themen, also inhaltlich im Sinn von ja, was sind eigentlich die Aufgaben der Kirchgemeinde? Wie sieht es zukünftig aus? Also, dass man dort schon inhaltlich mehr hat anfangen. Ich denke da zum Beispiel an die Gründung oder Einsetzung vom Ressort Gemeindeentwicklung, wo ja aufgrund von verschiedenen Retretten, die es gegeben hat in meiner Laufbahn, ich weiß nicht, wie viele Menge das ich war, sich so ein bisschen entwickelt hat. Also auch mit Gotti und Zock, die Retreate, wo es ziemlich darum gegangen ist, ja, was haben wir für Schwerpunkte, so Kulturkirche, Feierkirche, die Begriffe sind dort entstanden. Und ich denke, die haben schon noch so ein bisschen inhaltliche Schwerpunkte anfangen zu setzen. Was wettest du, dass von diesen 9 Jahren bleibt? Also ich würde sagen, uns ist es gelungen, so ein bisschen auf der einen Seite im Bereich Liegenschaften Schwerpunkte zu arbeiten. Also durch das, dass wir Möchenbüe verkauft haben, durch das, dass wir jetzt hier Kirche Muri dürfen umbauen, dass jetzt das Pfarrhaus umgebaut wird. Ich denke, dass die Zentrumsbildung, das ist ein Prozess, der sich in den letzten 9 Jahren sich hat intensiviert. Ich denke da auch gerade an die Stellung zum Beispiel von Kirche Gümligen. Was passiert mit der Kirche Gümligen? Das ist auch so ein Prozess, wo ist angestoßen worden. Also ich denke, dass im Bereich Liegenschaften gibt es viele Prozesse, die laufen, die meiner Meinung nach weiter müssen laufen. Also die Frage nach den Schwerpunkten, wo setzt die Kirchgemeinde ihre Schwerpunkte zukünftig liegenschaftsmässig? Ist der Thoracher noch? Braucht es den noch? Ist der noch zweckmässig? Wie sieht es dort aus? Also ich denke, dort haben wir viel angestoßen und dort läuft auch viel. Und dort denke ich, ist es so wichtig, dass dieser Prozess unbedingt weitergeht. Ein anderer Prozess, den ich sehr wichtig finde, inhaltlich, ist der von den Gottesdiensten,
in Anführungszeichen, im Sinne von, wie gestalten wir zukünftig unsere Gottesdienste. Da hat das Pfarrteam schon sehr viele Schritte unternommen in der Umgestaltung vom Angebot, mehr, vielleicht halt noch mehr sogenannt kundenorientiert. Und dort habe ich das Gefühl, sind wir erst am Anfang mit der Frage, wenn, was soll angeboten werden. Also in diesem Zusammenhang kommt mir zu Sinn, natürlich die Kirche, und das ist uns, glaube ich, auch ein bisschen gelungen in der Kirche, dass wir den Fokus ein bisschen ändern können. Also lange Zeit war es ja so, man hat einfach erwartet, dass die Leute kommen. Also die Kirche macht ein Angebot und man erwartet, dass die Leute kommen. Und ich denke, heute sind wir mehr so ein bisschen an dieser Schwelle, wo es darum geht, zu überlegen, ja, was ist eigentlich das Grundbedürfnis? Gibt es ein spirituelles Grundbedürfnis? Wenn ja, wie sieht es aus? Was könnte der Anteil sein von der Kirchgemeinde, dort Angebot zu machen in Bezug auf die Spiritualität oder auch in Bezug auf die ganzen Fragen von Lebensübergängen? Was brauchen dort die Leute? Wo sind die wichtigen Lebensübergänge? Ich denke, dort hat die Kirche nach wie vor eine wichtige Rolle. Also ich denke, das ist auch ein Prozess, und der muss unbedingt weitergehen. Also es bekommt unsere Kirche grundsätzlich Schwierigkeiten, wenn sie keinen Draht findet zu den Bedürfnissen von ihren Mitgliedern. Dann gibt es noch einen dritten Punkt, das ist der ganze Bereich KW. Ich denke, dort sind wir als Kirchgemeinde auch gut, also kreativ unterwegs, im Sinne von, dass wir dort stark darauf tendiert, was sind die Bedürfnisse der Jugendlichen, was gibt es für Möglichkeiten, wie können wir sie abholen. So die Gratwanderung zwischen Verbindlichkeit und Freiwillig, das ist ein Riesenthema, wie viel ist verbindlich, wie viel ist freiwillig. Also, aber auch dieser Prozess ist nicht abgeschlossen. Ich denke, dort braucht es auch neue Formen, sei es vermehrte Lagerformen, weniger so Einzelstunden, Halbtage. Also eben dieser Prozess da ist, denke ich, auch noch viel. So im Zusammenhang mit dem religionspädagogischen neuen Gesamtkonzept, dass dort auch einiges wird ändern, wie es Anpassungen braucht. Und dort muss ich sicher gemeint auch mit dabei sein. Und das ist sie auch, denke ich. Also auf der einen Seite habe ich wahrgenommen, wenn es darum ging, eine Frage zu beantworten zu bekommen. Von der Kantonalkirche, sei es im Verwaltungsbereich oder im personellen Bereich oder sei es auch in der Vorbereitung von der Kirchgemeinde, von der neuen Kirchgemeinderäte auf ihr Amt. Ich denke, dort ist die Unterstützung für Kirchgemeinden oder auch für unsere Kirchgemeinde sicher spürbar gewesen, oder ist sie spürbar. Sonst denke ich, sind wir halt sehr autonom. Also ich denke, die Gemeindeautonomie ist halt das höchste Gut, nach wie vor. Und das macht es für die Gesamtkirchendienste natürlich auch nicht einfach. Dort bei den Kirchgemeinden präsent sein. Also, ich habe es jetzt nicht so intensiv wahrgenommen, ich habe es jetzt aber auch nicht wahnsinnig vermisst. Aber ich denke, dort die Schnittstelle, das ist nicht so einfach. Und ich sehe auch nicht, also es ist noch schwierig, wie man das verbessern kann, also auf welchen Wegen man das verbessern kann. Hättest du Wünsche an die Kantonalkirche? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man gewisse Prozesse intensiver auch halt fördert oder initiiert. Ich meine, die ganzen Fragen von Zusammenarbeit, Fusionen zwischen Kirchgemeinden, ja, dort denke ich, dort braucht es sicher noch vermehrtere Impulse von den gesamtkirchlichen Diensten. Und ich denke, das wird noch vermehrter kommen. Eben, dass wir wie Modell überkommen. Eben, wie könnte Zusammenarbeit in den einzelnen Themenbereichen, also zum Beispiel im KW oder im Verwaltungsbereich oder im Fragen von Gottesdiensten, dass man dort wie Modelle überkommt, wo die Zusammenarbeit irgendwie skizziert werden.
oder Vorschläge gemacht werden, wie das konkreter aussehen könnte. Ich weiss auch nicht, wie gross der Einfluss dort ist von der Kantonalkirche auf die Ausbildung von Pfarrpersonen oder von den Katechetinnen und Katecheten, gerade im Zusammenhang eben mit so neuen gemeinsamen Modell. Und da kann man vielleicht auch überleiten zur ÖME. Dort denke ich auch im Bereich ÖME, dort gibt es, vom Bereich her gibt es dort Impulse zur vermehrten Zusammenarbeit. Aber dort finde ich es ganz wichtig, dass Kirchgemeinden vernetzt miteinander unterwegs sind, weil der ja sehr stark unter Druck kommt, der Bereich. Ein Punkt ist, bis jetzt hat sich ja die Kirchgemeinde solidarisch gezeigt, indem sie 5% von ihren Steuereinnahmen im Inland an Vergabungen gemacht hat und 5% im Ausland. Also das ist für mich ein Nagel, wo man so lange wie möglich muss drinnen behalten, dass man die Anteile weiter auszahlen kann. Also dass man nicht dazu kommt, dass man sagt, wenn man weniger Geld hat, dann geben wir es zuerst bei uns aus und dann sparen wir halt bei denen, die weiter weg sind. Das ist ein normaler Reflex, aber man sollte sich ein bisschen gegen diesen Reflex wehren und dort versuchen, zu sagen, wir sind solidarisch, wir sind eine Kirche, eigentlich, letztlich, weltweite Kirche. Und wenn es einem Glied nicht gut geht, dann geht es den anderen Gliedern auch nicht gut. Das ist einfach so. Und von dem her finde ich, das ist ein wichtiger Nagel. Ein zweiter Nagel ist, wenn es natürlich, wenn das ÖME-Thema nicht auch mit Mitarbeitenden besetzt ist, dann wird es schwierig, das aufrechtzuerhalten. Also klar, die Freiwilligen sind wichtig in diesem Bereich, aber die brauchen irgendwo ein Gefäß, die brauchen jemanden, der sie quasi ein bisschen managt, organisiert. Und von dem her finde ich es ganz wichtig, dass auch mit dem Wechsel von Christoph Knoch, dass dort die Stelle oder mindestens Stellprozent erhalten bleiben. Wie auch immer das organisiert wird, ob das das im Rahmen des Pfarramts ist, ob das, ich kann mir auch vorstellen, ein engagierter Sozialdiakon, also etwas auch. Mir geht es einfach wirklich darum, dass das Thema erhalten bleibt und dass es auch festgemacht wird, mindestens jemandem, der hier angestellt ist. Das finde ich ganz wichtig. Und das Dritte ist natürlich, und das ist, finde ich, ist im Moment sehr schwierig, ist, dass sich, jetzt rede ich von der Ökumene, dass sich die halt wirklich manifestiert in gemeinsamen, sei es Gottesdiensten oder anderen Aktionen, so per Tag, oder vielleicht gibt es da neue Formen, aber das muss irgendwie auch sichtbar sein, das muss irgendwie gelebt sein, sonst hat das keine Chance. Machst du dich besinnen an die Zeiten, wo der Kurt Vogel das Gümmlige am Sonntagabend in die Messe ist mit dem Bruder Klaus Pfarr? Nein, das kann ich mich gut besinnen, weil also erstmal haben wir als Kind, als Jugendliche auch noch im Garten vom Herr Bundesrat Vogler geschaut. Also wir hatten dort wirklich eine Beziehung gehabt und die ganze Thematik, die er als Politiker eingebracht hat, in dieser Zeit hat es also den Begriff von, sind die Katholiken ja als der schwarze Block beschrieben worden, oder? Und er hat dort ja so, ja, er war schon so ein bisschen das Aushängeschild für viele. Und das ist für die Kirchgemeinde nicht nur einfach hier. Der Punkt war, dass es uns gelungen ist, in der Gümliger Kirche dann eine Zeit lang die äthiopische Gemeinde als Gast, also als Gast zu haben. Das ist jetzt... Eine grosse Möglichkeit wäre, dass die Kirche eben multireligiös gebraucht werden kann. Also dass man sagt, es finden eben verschiedene Formen von Gottesdiensten statt, von verschiedenen christlichen Denominationen, Konfessionen. Also man kann das auch noch ausweiten. Wie auch immer. Aber ich denke, dass eben das Kirche Gümligen ein Kultort bleibt, wo die Vielfalt
der halt heute in der religiösen Landschaft ist, auch abgebildet werden kann. Also von dem habe ich gesehen, das ist eine grosse Chance. Auch von der Art und Weise, wie die Kirche jetzt ist, von der Grösse, von den Möglichkeiten. Vielleicht müsste dort halt auch die Bank raus, damit für gewisse, also für die Orthodoxen vielleicht noch ein bisschen flexibler wird. Und so. Aber ich denke, dort ist sicher vieles möglich, ja. Also ich finde, man muss nicht das eine mit dem anderen ersetzen. Oder? Also, jetzt, wenn wir schon so ein bisschen am Visionieren sind, dann müssten halt verschiedene Symbole auf dem Kirchturm oben sein, letztlich. Oder? Das könnte ich mir vorstellen. Aber nicht, dass man einfach ersetzt. Aber ich denke, ich bin halt auch engagiert im Haus der Religionen und ich denke, das funktioniert erstaunlich gut. Und das kann man ja im Kleineren, eben in einem sakralen Raum, würde ich jetzt mal sagen, wie Kirche Gümligen ist, auch praktizieren und auch in dem auch irgendeine Form geben, quasi vor Ort. Das wäre vielleicht auch ein neues Modell. Jetzt ist es so ein bisschen ein Zentrum, das Haus der Religionen, aber die Leute vor Ort wären natürlich ganz anders angesprochen. Mir würde es schade denken, wenn quasi eine Institution oder eine Ausrichtung wie die Überhand bekommt. Ich sehe es eher so, dass es verschiedene Player hat, die miteinander versuchen, diese Kirche zu bespielen. Ich denke, es ist ja immer die Frage, oder, wo hört Toleranz auf? Oder? Das ist ja immer wieder Thema. Wir reden das ja auch in anderen Zusammenhängen Thema. Im Sinne von, wie Beerdigungen sind, wie machen wir das mit diesen frei? Wie lassen wir die zu, lassen wir die nicht zu? Also ist, wenn jemand in einer christlichen Kirche, also in einer Kirche eine Abdankung macht, dann muss die christlich sein. Also ich denke, Toleranz jetzt in Bezug auf eine visionäre Kirche Gümligen würde für mich dort aufhören, wenn man sich gegenseitig nicht respektiert bzw. nicht akzeptiert in dem, was man macht. Man muss ja nicht einverstanden sein damit, aber man muss es in dem Sinne respektieren und darf es nicht als Missionsfeld anschauen und dann sagen, was jetzt da stimmt und was nicht. Dort hört dann nachher Toleranz für mich auf, oder? Ich habe ja in dieser Zeit, als ich Mitglied war, immer gemerkt, wie schwierig das ist, dass die einzelnen Kirchen oder auch Gemeinschaften, Freikirchen, dass die überhaupt bereit sind, Leute zu delegieren in so ein Gremium. Und es hat x Momente gegeben, wo man eben gesagt hat, ja, also es ist ja gar kein, das Interesse ist nicht wahnsinnig gross. Oder man hat ja gesagt, ja, die Gemeinschaften haben zum Teil auch gar nicht die Leute, Mitarbeitenden für die auch noch in solche Gremien wie in so einen AKB zu delegieren. Und ich finde trotzdem, dass es schwierig ist, Leute zu finden, die sich dort engagieren, ist es für mich eben auch so ein Gefäß, so, wenn es es nicht mehr gibt, dann ist wieder ein Teil von Ökumene geht wieder verloren. Also es braucht so Orte, wo sich Menschen, die das wichtig finden, zusammenkommen und über die anstehenden Fragen zu diskutieren. Weil nur dadurch, dass man sich persönlich kennt, ist auch Akzeptanz möglich. Man kann aus Distanz kann man einander eher sagen, was einem nicht passt. Und je näher man kommt, merkt man ja, dass ja auch Menschen mit Bedürfnissen. Und ich finde, die Nähe ist wichtig. Und ich habe gemerkt noch bei meiner Zeit, dass es noch gut ist, dass wir so 3-4 Themen hatten, die wir jeweils wieder aufhängen konnten. Also ich denke so an die Broschüren, wo es darum gegangen ist, wo man einen gegenseitigen Raum gibt in den Kirchgemeindehäusern oder in den Kirchen, wie man das gestalten kann. Solche Projekte finde ich natürlich nach wie vor hilfreich. Als Kirchgemeinderatspräsident bist du, Martin, verantwortlich gewesen für die Umsetzung von Corona-Schutzmaßnahmen und Schutzkonzept in der Kirchgemeinde. Ja. Wie ist das für dich gelaufen?
Also für mich war die Gratwanderung zwischen die Menschen schützen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch nicht zu rigid sein mit Absagen von Veranstaltungen oder halt stark einschränken von dem, was möglich ist. Und das, denke ich, ist nicht immer einfach gewesen, weil ich auch gemerkt habe, spielen Emotionen eine starke Rolle. Oder? Also Teil, die sich sehr stark eingesetzt haben, für, man muss in jedem Fall die Menschen schützen, das sehe ich auch so, aber manchmal muss man vielleicht ein bisschen Ausnahmen machen und denen, die eben die Ausnahmen eher bereit waren, Ausnahmen zu machen und dort zu vermitteln und dort eine Haltung zu finden, das hat mich, das ist echt die grösste Herausforderung gewesen. Jetzt im Nachhinein muss ich aber sagen, ich denke, es ist uns nicht schlecht gelungen, so wie wir es gemacht haben. Ich denke, da haben eigentlich alle mitgeholfen, sei es vom Pfarrteam oder auch vom Team von der Sozialdiakonie, also die, dass man dort einander auch hat unterstützt und halt dann auch bereit war, die Massnahmen mitzutragen und halt auch durchzuführen, auch wenn es einem nicht unbedingt nicht einem entsprochen hat. So. Auf der einen Seite wünschte ich mir eine klare Positionierung, also eine pointierte Stimme in unserer Gesellschaft, von unserer Kirche, zu verschiedensten Fragen. Und auf der anderen Seite Demut auch zu realisieren, dass man auch mit weniger Mitgliedern, mit weniger Geld eine klare Position haben kann. Auf das, was ich mich freue, ausdrücke, also ich freue mich darauf, können unbelasteter als Mitglied und freiwilliges Mitglied aktiv am einen oder anderen Projekt mitschaffen, eben ohne gerade die Verantwortung zu haben dafür.